Liebe Leute, hallo und herzlich willkommen zurück bei Alien Isolation. Wir haben gerade das Nest zerstört, gehe ich mal von aus. Die Aliens waren da nicht so sehr erfreut von. Und jetzt müssen wir einen Abgang machen. Wir müssen zum Sevastopol SkyMed Turm. Das war ein bisschen umständlich formuliert vom Spiel, keine Ahnung. Auf jeden Fall müssen wir hier lang. Oh, die letzte Folge war ganz schön aufregend. Ich bin gespannt, was jetzt noch kommt, denn im Endeffekt müssen wir nur noch, ja, unsere sieben Sachen packen und hier endlich verschwinden. Das Problem ist, wo ist denn eigentlich... Ich bin in der Krankenstation. Haben Sie die Kommunikationszentrale erreicht? Ich bin hier, aber zu spät. Apollo hat sich von der Reaktorsäuberung erholt und externe Kommunikationswege erneut gesperrt. Verdammt. Warum haben Sie mich dann hierher geschickt? Das meinte ich. Bevor ich los bin, haben die Systeme ein sich näherndes Schiff angezeigt. Ich glaube, das ist die Anisidora. Marlow hat es geschafft, die Autopiloten-Codes zu senden, während die Kommunikationswege vorübergehend offen waren. Wir müssen zu dem Schiff. Dockt es an? Nein, aber es befindet sich in Warteposition. Gehen Sie Richtung Ambulanzanlegestation. Es sind Kurzstrecken-Shuttle, aber das reicht. Verstanden. Okay, denn die... Oh Gott. Okay... Da. Ja, aber wir müssen ja im Endeffekt noch ein Signal senden. Und zwar hätte ich jetzt nicht gedacht, dass die Anisidora noch da ist. Wie hieß denn nochmal das Schiff von ganz von Anfang? Habe ich schon wieder vergessen. Womit die hergekommen sind. Das muss man ja rufen. Das ist jetzt ein Witz. Finden Sie ein Ambulanz-Shuttle? Die liegen doch hier nicht einfach so rum, sondern die sind am Ende dieses Ganges. Ich scheine hier nicht alleine zu sein. Wir haben einen neuen Freund. Iggy hat uns neue Gesandte geschickt. Iggy ist gar nicht da. Vielleicht ist es Iggy selber. Ich weiß gar nicht, wo Iggy ist. Ich glaube, Iggy hatte... Hallo Iggy, wir sind die besten Freunde. Jetzt ist das Ganze schon wieder ein bisschen ätzender. Jetzt braucht das Ding hier wahrscheinlich Strom. Ich muss in die Läuferkabel. Nee. Wir schweißen mal wieder. Cool. Ja, runter. Ja. So, fertig. 1A. Geschneidert. Schweißt. Ich werde einfach straight zum Ziel laufen, denn ich weiß, hier gibt es noch ganz viel zu collecten, aber ich möchte keine Minute länger als irgendwie nötig hier bleiben. Denn, aus diversen erklärlichen Gründen. Uiuiui. Okay, jetzt sind schon. Finden Sie ein Shuttle, das ist ein Notfall-Shuttle-Bucht. Ich sehe einen Start auf meinem Terminal. Marlow hat sich bereits eines der Shuttle geschnappt. Ja, das ist herzlichen Glückwunsch, zu dieser Erkenntnis. Ich sehe hier noch ganz andere Sachen, mein Freund. So, links rum, rechts rum, geradeaus durch. Wenn möglich. Ach, hier sind wir. Das ist ja schon lange her. Wade hat dir wirklich was angerichtet. Ja, such du mal da hinten, das finde ich eine super Sache. Dass die Viecher aber auch immer so pissig auf die Ripley Family sind. Sie mich verarschen? Och ja, sicher. Das glaubst du aber selber nicht. Warum? Oh oh.
Geil. Geh mal beiseite, ich mach das schon. Gut. Die Hiwis sind ab sofort untötbar. Und müssen dementsprechend umgangen werden. Ach, das ist ja abgefahren. Ich habe ja hier gar nicht gespeichert. Marlo hat sich bereits eines der Shuttle geschnappt. Oh, jetzt hat er wirklich was angerichtet. Okay, dann können wir doch nicht so forsch vorgehen, wie ich das im Grunde genommen vorhatte. Wo kam der denn ungefähr? Ungefähr hier in der Notaufnahme, oder? Der wurde mir gar nicht angezeigt auf dem Ding. Ganz schön frech. Wieso kann ich da nicht rein? Geil, direkt unter so einem Loch. Premium! War der Spacken, der... Ach weh, du kommst da jetzt raus. Da war der. Ach, der steht... Oh shit. Shit. Dieser blöde Hiwi. Wenn der uns entdeckt, lockt er das Alien an. Na, jetzt kommt der Hiwi angelatscht. Dies bedarf meiner Aufmerksamkeit. Hallo? Mach einen Abgang. Oder geh ganz hier dran vorbei. Das wäre cool. Damit meinte ich nicht, bleib doch direkt hier vorstehen. Toll. Ob der mich hört, wenn ich hinter dem hergehe? Könnte auch ein bisschen enthusiastischer laufen. So, da hinten wird er sich wahrscheinlich wieder umdrehen. Moment, wo stellt er sich denn hin? Scheiße, steht der weiter hier hinten, sodass ich hier durch kann oder nicht? Fuck you. Juhu! Geschafft. Lässt du mal die Türen zu? Ich möchte eigentlich ungern Leute einladen, mich zu sehen, die mich nicht sehen sollen. Cool, wieder so Hiwis, die... Ja, Moment, ach, hier sind wir. War das hier nicht die Alte, aus der das Alien rausgekommen ist? Hier sieht man sogar noch... dieses kleine Würmchen hin ist. Ja, ja. Na, du siehst ja immer noch da. Wobei, jetzt bin ich mir natürlich gar nicht mehr so sicher, ob das überhaupt die erste war. Die nehmen das natürlich an. Ich muss mit meiner Quatscherie trotzdem noch ein bisschen aufpassen. Okay, rechts rum, links rum. Dann sind wir da. Mit dem Hiwi haben die ganz schön frech gemacht. Der steht da einfach. Alien scheint mir jetzt ein bisschen passiver zu sein als vorher. Also vorher ist mir das ja regelrecht hinterhergedackelt. Finde ich gut. So, und nun? Ja, da links ist doch noch was frei. Blendgranate. Die habe ich ja schon so oft benutzt. Die hätte was gegen Menschen gebracht, aber.
So, hier ist doch die Anlage. Wir sind in der Anlockstation. Da hinten war was frei, aber gibt hier nichts mehr zu sammeln. Oh. Hab ich das richtig vernommen, dass der Mega-Burger leer ist? Was ist das denn? Ach so. Ach, das brauchen wir jetzt wahrscheinlich. Aha. Ja, ja. Hacken Sie die Türe direkt unter so einem Loch. Geil. Aber jetzt bewegt sich das Vieh natürlich nicht mehr. Okay. Du. Wo haben wir denn da? Das. Shit, das war falsch. Boah, krass. Das war das zweite Mal oder so. Das. Dann das. Oho. Wir haben noch ein bisschen was dazu gemacht. Die Koordinaten sind bereits im System. Drücken Sie einfach auf den Knopf. Und Sie? Ja, drück einfach auf den Knopf. Jetzt. 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 Hey, ich kann ja stören. Also die Kamera. Holy moly. Oh Gott. Cool. Wir sind also gerade mit so einem Escape-Pod losgeflogen. Oh, wir sind auch schon wieder angedockt. Okay. Ricardo, hören Sie mich? Gerade so, Rip. Sie begeben sich außer Reichweite. Ich bin mir nicht sicher. Ja. Wir sind jetzt wieder auf der... Das heißt wieder, wir sind jetzt auf der Anisidora. Noch so ein Schiff, wo alles den Bach runtergegangen ist. Erkunden Sie die Anisidora. Ach so. Ach, hab also nichts zu tun. Ein bisschen... Oh Gott. Das sieht schon wieder sehr einladend aus. Wegen Sie die Systeme der Anisidora wieder online. Oh. Na dann, wenn weiter nichts ist. Ich finde das total krass, ey. Die Amanda kann einfach alles. Ich vertraue dem Spiel noch nicht so ganz, dass man keine Königin zu Gesicht kriegt. Wir konnten uns in den letzten Jahren gerade so den Lebensunterhalt verdienen. Und die Anisidora sieht langsam aus wie die Wracks, die wir bergen. Der Crew geht es auch nicht viel besser. Dann haben wir aber den Flugschreiber gefunden. Er gehört zu einem Schiff, der Nostromo. Weyland-Yutani-Eigentum. Das bedeutet, es gibt eine Belohnung. Marlow hatte dann aber noch eine bessere Idee. Den Pfad des Flugschreibers erschließen, um das Wrack der Nostromo zu finden. Wir hatten Glück, entdeckten ein Notsignal und folgen ihm jetzt. Das ist ein Volltreffer. Ich kann es spüren. Ich wusste, er würde mich nicht enttäuschen. Deswegen, oh mein Gott. Und ich habe da schon irgendwelche Verschwörungstheorien rausgehauen bis zum geht nicht mehr. Ich bin einfach nur wieder gierig. Oh, LM-Link. Signalempfang, Marlow. Haystack, der hat gerade eine Art Signal entdeckt. Louis arbeitet an der Entschlüsselung. Könnte die Nostromo sein. Willst du dir das selber ansehen? Technikerbericht. 24.10.2137. Marlow, ich müsste gerade einige dringend nötige Reparaturen an den Unterlichtgeschwindigkeitstriebwerken durchführen. So laut wie die alte Kiste geknarrt hat, ist es ein Wunder, dass sie beim letzten Sprung nichts abgefallen ist. Fürs Erste hält jetzt alles zusammen, aber bald ist eine Generalüberholung fällig und zwar nicht nur für die wichtigen Systeme.
Wenn wir so weitermachen, schleichen wir bald per Anhalter durch den Weltraum. Ach, da hätte doch wenigstens per Anhalter durch die Galaxis schreiben können. Die Sache wird teurer werden. Hoffentlich hatten Sie mit diesem Signal recht. Könnte unsere letzte Chance auf eine ordentliche Bezahlung sein. Jedenfalls muss ich den Zugangscode der Tür zurücksetzen. Der neue Code lautet 4510. Okay. Mal gucken. Ich weiß nicht, wann wir das wieder brauchen, deswegen habe ich es mir mal aufgeschrieben. Wieso? Wir sind außerhalb von Sevastopol. Marlo und Foster sind zuerst aufgewacht. Sie sah schrecklich aus. Meeks und ich sind auf dem Weg zum Shuttle zur Station. Aber, naja, das fällt sicherlich unter Quarantänebruch, oder? Na, es ist Marlos Schiff. Sie ist Marlos Frau. Die Situation geriet außer Kontrolle und Meeks hat jetzt eine blutige Nase. Also, vielleicht geben die Ärzte Entwarnung und alles kehrt zum Normalzustand zurück. Aber wenn sie Wind davon kriegen, wenn wir an Bord gehen, will ich nichts damit zu tun haben. Marlo zahlt nicht mal annähernd genug für solch einen Ärger. Naja, und für das, was dann kam, hat er bestimmt auch nicht genug bezahlt. Sollen wir uns hier eigentlich sicher fühlen? Ich traue dem Spiel überhaupt nicht. Wir sind hier bestimmt nicht alleine auf dem Schiff. Ja, hier läuft doch wieder alles. Moment. Bringen Sie das System wieder online? Ja, läuft doch. Oder? Ach so. Dafür diese Aussparung. Okay. Oh oh. Das habe ich mal richtig gut hingekriegt. Aber jetzt fehlt gerade irgendwie der Druck. Das sieht mir irgendwie nicht so richtig aus. Das soll normal sein. Hat sie nicht hören können. Die Hauptenergie der Anesidora ist wieder online. Die Türen sollten sich öffnen. Und hoffentlich ein bisschen Licht. Immer noch kein Zeichen von Marlow. Jo, was mach ich jetzt? Hey Ripley. Willkommen auf der Anesidora. Marlow? Wo sind Sie, Marlow? Danke, dass Sie den Strom wieder eingeschaltet haben. Sie haben mir Arbeit erspart. Er musste nur vorübergehend offline sein. Ich musste ein paar Sachen in Ordnung bringen. Finden Sie Marlo. Oh, cool. Jetzt dürfen wir ihn auf seinem eigenen Schiff suchen. Irgendwas soll hier noch sein. Ja, okay. Aber ich weiß doch den Code nicht. Ernsthaft? Normalerweise ist das doch immer mit dem Code verbunden. Hallo? Oh, cool. Wir kriegen Flammenwerfer-Munition. Hurra! Das kann ja nur eins bedeuten. Ja, was weiß ich denn? So weit kann er ja nicht sein. Wir gehen jetzt wieder zum Fitzi Marlo. Ich wüsste, wo ich suchen sollte. Nur die Frage noch, wie wir da hinkommen. Die brauchen echt eine Generalüberholung. Die Torrents, genau. Boah, jetzt ist es mir wieder eingefallen. Die Torrents, genau. Ich hatte mir das irgendwie gemerkt mit Fernando Torres. Weiß ich nicht warum, aber irgendwie war das meine Eselsbrücke. Nee, da müssen wir nicht lang, da müssen wir lang. Guck mir das Ding gerade in den Ausschnitt. Also zumindest nicht ins Gesicht. Hallo, mein Kopf ist hier oben. Frechheit, ey. Wollen Sie vielleicht Teil meiner Mannschaft werden? Sind viele Stellen offen. Ripley, Marlo hat sich hier vergangen. Er wollte mir alle Daten über die Kreatur geben, damit ich sie der Firma übermitteln kann, aber er... Taylor? Taylor! Marlo, was machen Sie da?
Was sich sonst keiner traut. Kommen Sie zu mir, Ripley. Ich habe etwas für Sie. Der Nächste, der gierig ist. Geil, wenn Menschen anfangen, gierig zu werden. Das ist immer so die Moral der Geschichte. Na, gucken wir mal. Oh, privat. Was auch immer sich an Foster gehaftet hat, er ist tot. Es lag neben ihrem Bett auf dem Boden. Eingerollt wie eine Spinne. Foster sagt, ihr geht es gut, aber ich habe sie trotzdem in den Hyperschlaf geschickt. Das Ding muss irgendwas getan haben. Vielleicht kann ich den Prozess verlangsamen. Sevastopolis ist die nächstgelegene Station. Ich werde sie zur Untersuchung hinbringen. Es könnte ein Problem mit der Quarantäne geben, aber der Nostromo-Flugschreiber öffnet uns vielleicht die Tür. Wir müssen tun, was wir tun müssen. Und so fing alles an. Aber es stimmt nicht. Hat vorher alles angefangen. Vorher schon alles im Arsch. Marshall Waits auf der Sevastopol. Offiziell sollte ich Ihre Anfrage auf Andockung eigentlich verweigern. Sevastopol befindet sich derzeit im Stilllegungsprozess und ich kann die Sicherheit außerplanmäßiger Schiffe nicht garantieren. Aber in Anbetracht des von Ihnen gefundenen Eigentums gewähre ich einer kleinen Anzahl Ihrer Besatzung das Docken über einen Kurzstreckenshuttle. Ich muss Sie daran erinnern, dass Sevastopol einen Anteil an jeglicher Belohnung für die Rückgabe des besagten Eigentums zusteht. Sobald dieses auf der Station ankommt. Bitte senden Sie Antwort. Waits Ende. Naja. Da, immer wieder. Never ever guckst du mir ins Gesicht. Naja. Können die nicht ein bisschen früher angehen? Ich will nicht erst in die Dunkelheit starren und mich dann erschrecken. Aber hier sind keine Vents, die sind zumindest zugemacht. Erfahren, was hier passiert ist. Niemand wird es erfahren. Das werde ich nicht zulassen. Ach so, okay. Der ist also doch nicht so gierig. Boah. Finde ich das jetzt gut, was der vorhat? Naja, eigentlich will er mich dadurch umbringen, wa? Also kann ich es ja nicht gut finden. Auch wenn ich es irgendwo ein bisschen logisch finde. Ne, der ist auch zu. Wieso kriege ich denn schon wieder so viel Munition eingesteckt? Das mag ich ja irgendwie gar nicht, ne? Heieiei. Da ist ein Speicherpunkt. Den werden wir zwar benutzen, aber keine Angst. Ich will wissen, was der zu sagen hat, der Marlow. Natürlich, das ist natürlich in der hintersten, dunkelsten Ecke, die sein Schiff überhaupt zu bieten hat. Warum spielt sich denn mal alles am Powercore ab? Nutzen Sie das Terminal. Ja, Moment. Schrottbräunig. Schrott, noch mehr Schrott. Sie keine anderen Sachen? Oh. Ach, guck mal an, hier müssen wir wieder. Moment. Was stand da? Stand da Flugschreiberdaten senden?
Bericht. Private Nachricht. Ach nee. Dies ist für meine Tochter. Hi, Amanda. Diese Nachricht ist für dich, mein Liebling. Ich hoffe, du wirst diese Nachricht eines Tages hören. Ich bin in Schwierigkeiten. Mein Schiff... Es gab einen Unfall, Liebling. Wir haben eine Kreatur gefunden. Sie war sehr gefährlich. Wir konnten sie nur stoppen, indem wir das Schiff zerstörten. Mir geht es gut. Ich sitze in einem Rettungsshuttle irgendwo in der Weite. Wir mussten die Nostromo zerstören. Was wir getan haben, wir konnten nicht riskieren, dass die Kreatur mit uns heimreist. Ich musste dich beschützen. Mach dir keine Sorgen um mich. Wir werden uns bald wiedersehen. Ich hab dich lieb, meine Süße. Jetzt wissen wir endlich Bescheid. Und im Englischen haben sie wirklich Sigourney Weaver dafür für die Rolle bekommen. Deswegen finde ich es ein bisschen schade, dass das auf Deutsch nicht so ist. Oh Gott. Ja, Moody hat alles richtig gemacht. Aber die werden sich niemals wiedersehen. Und das ist kein Spoiler auf das Ende hiervon. Also, ja. Jetzt wissen Sie Bescheid. Hey, Alter, fummel da mal nicht so mit rum. Ist ja gut. Also es ist kein Spoiler auf das Ende von diesem... Reaktor überlasten. Das wird den Reaktor in eine Atomwaffe verwandeln. Sie werden das Schiff zerstören. Und die Station. Ich werde jegliche Spur dieser Kreatur zerstören. Ripley, das ist die einzige Möglichkeit. Ich kann es nicht am Leben lassen. Und ich werde es nicht der Firma überlassen, sonst geht das alles wieder von vorne los. Eigentlich nicht so schlecht jetzt. Das hat Mutti ja auch gemacht. Hören Sie mir zu! Wir müssen das nicht tun! Stopp! Hören Sie auf, Marlo! Marlo, bitte! Sie haben gehört, was Ihre Mutter getan hat. Sie hat das verstanden. Wenn sie hier wäre, würde sie mir helfen. Sie würde der Firma ganz sicher nicht die Anschrift von dieser Kreatur geben. Niemand darf das hier wissen. Da sind noch Überlebende auf der Station. Ach, scheiß doch auf die vier Leute. Aber nicht Foster. Sie war meine Frau. Ich habe sie geliebt. Und ich habe sie getötet. Eiskalt. Oh mein Gott. Ich glaube, ich war zu spät. Er hat es bereits in Gang gesetzt. Er hat es in Gang gesetzt. Taylor, ich werde die Überlastung aufhalten. Sie müssen mir helfen. Gehen Sie zu dem Bedienpult. Ja, das ist ja ganz einfach. Das weiß ich, wie das geht, weil ich... Öffnen Sie die Fusionssysteme, damit ich an Ihnen arbeiten kann. Was? Wir brauchen Strom beim Auxiliargenerator. Suchen Sie nach den Buchstaben A, U, X. Ich hab's gefunden. Ist auch mal was Neues, dass wir die Befehle geben, was die... Was? Ja, wer, wie, wo, was denn? Ach, da müssen wir uns... Ne, Moment. Ich weiß ehrlich gesagt nicht, wie motiviert ich... Ja, wobei, wir dürfen natürlich nicht sterben, also... Aber... Okay, alles okay, Taylor. Schalten Sie jetzt das Wartungsterminal von Auto auf manuell um. Können Sie es sehen? Ich kann es nicht finden. Es muss da sein, Taylor. Vertrauen Sie mir. Was ist es? Komm, mach hin. Ich glaube, wir haben nicht so mega viel Zeit. Ach so, ich muss was tun. Das wusste ich. Alter. Oder what the fuck? Oh, das ist ja wohl ein Witz. Ich habe mir jetzt zu viel Zeit gelassen, obwohl ich auf sie gewartet habe. Ich habe überhaupt nicht mitbekommen, dass ich jetzt was tun sollte. Ja, ist ja gut. So, Taylor, hier, da. Ich weiß, wie das funktioniert. Da, erst Aux und dann von Auto auf manuell stellen. Nicht so schwer. Kriegst du hin. Okay, alles okay.
Okay, Taylor. Schalten Sie jetzt das Wartungsterminal von Auto auf manuell um. Können Sie es sehen? Ich kann es nicht finden. Es muss da sein, Taylor. Vertrauen Sie mir. Was ist es? So, und das ist es. Heißt jetzt für mich, alles klar, ich bin jetzt dran. Okay. Das halten wir mal so fest. Alter. Das und dann das und dann das. Fertig! Achso. Und jetzt, ups, A. Also D. Oh, ganz einfach. Oh Gott, Sie haben es geschafft. Halt, irgendwas stimmt nicht. Ich verstehe nicht. Primärsystemeinsturz. Systemweite Störkaskade. Oh, Scheiße. Marlo hat eine Überlastung erzwungen. Das Schiff wird in zwei gerissen werden. Vielleicht sollte man sich langsam mal vom Acker machen. Alles klar. Ich mach mich da mal vom Acker. Was? Was? Die Tür bitte nicht vor mir zumachen. Toll, Marlo. Ja, ich renn ja schon. Ich weiß zwar nicht wohin, aber das Spiel leitet mich momentan ganz gut. Oh oh. Laufen, laufen, nicht fallen. Boah, die kriegt aber auch auf die Schnauze in dem Spiel. Ja, fast schon wie bei Nathan Drake oder so. Oh, voll gut, dass wir keine Stamina haben. Ah, cool. Und tschüss. Das war die Mission The Message. Wenn wir nach dem Achievement gehen, was ich gerade bekommen habe. Eieiei. Ja, jetzt müssen wir zu Torrents, wa? Ricardo! Ricardo! Ripley, die Explosion der Anisidora hat die Orbitalstabilisatoren zerstört. Demnächst fallen wir vom Himmel. Geil! Ich versuche, die Torrents zu erreichen, aber der Funk ist immer noch gesperrt. Das von Ihnen angedockte Ambulanz-Shuttle ist im Eimer. Die Torrents ist der einzige Ausweg. Finden Sie einen Weg, die Torrents zu kontaktieren. Okay. Es scheint also doch... Verlaine wurde gerade aktualisiert. Hallo, Sevastopol? Bitte um Antwort. Ein Schiff ist gerade an Ihrer Steuerbordseite explodiert und hat die Orbitalstabilisatoren zerstört. Wir können nirgendwo andocken. Sagen Sie uns bitte, was vorgefallen ist. Wir können Überlebende aufnehmen. Ich behalte diesen Kanal offen. Torrents Ende. Ja, also, wir müssen doch noch ein bisschen was tun, bevor wir hier wegkommen. Und, das könnte hier doch noch eine Weile dauern. Ich weiß jetzt auch ehrlich gesagt überhaupt nicht, ob wir so halbwegs in Sicherheit sind. Wo kommen wir denn da hin? Achso, ja, hier müssen wir eh durch. Dafür haben wir jetzt den tollen Ionenschneider. Also den ganz tollen. Und jetzt habe ich auch wieder ein bisschen Schiss. Auch wenn es dafür noch keine Anzeichen gibt, aber... Toll, Marlo. Willkommen bei Seeks and Communications. Bitte melden Sie sich an der Rezeption. Bitte melden Sie sich an der Rezeption an. Bitte mal deine Klappe halten. Nee. Ja, wo bist du denn da, Marlo? Wie soll ich denn da hinkommen?
ist gerade aufgetaucht. Bewaffnet. Nicht auf unserer Seite. Ich musste mich unter einem Tisch verstecken. Was wollen die? Die Torrents. Sie haben die Meldung gehört. Sie wollen sie kontaktieren. Ich glaube, sie wollen sie gewaltsam übernehmen. Können sie das? Nein, die Funkverbindung ist immer noch tot. Aber halten Sie sich von ihnen fern. Die sind gefährlich und verzweifelt. Okay. Also jetzt Menschen? Wie geht es dir? Alles klar? Schwer. Das wollen Sie mich verärgern. Weg hier! Wir suchen wirklich nach Ärger. Nein, nein. Okay. Der muss mich ja gerade gesehen haben. Dass die nicht froh sind, dass hier noch Überlebende sind. Ist ja unfassbar. Ich will nur mal gucken, was hier hinter ist. Konnten wir nämlich noch nicht rein. Okay, das ist super. Genau da will ich hin. Okay, vergessen wir's. Hä? Oh, der hat auch ein paar Löcher gekriegt, im Kopf. Im Kopf bekommen. Ich weiß nicht. Sind die jetzt böse auf mich? Ich meine, die haben Waffen. Die werden mich nicht gerade mögen. Okay, Freunde. Scheiße, Freunde. Wir hätten einfach nur gerade ausgemusst. Ach, das war eine Ausweiskarte wahrscheinlich, die ich in dem Nest übersehen habe. Ah. Ich denke, da sollte ich nicht dran rumfummeln. Oh, hallo. Ich werde hier nicht verrecken, auf keinen Fall. Ah, wieso sehe ich dich denn nicht? Oh. Jetzt sehe ich dich ein bisschen viel. Moment, ich glaube, ich habe was gehört. Nein, nein. Orbitalstabilisatoren auf 80% und fallen. Hä? Also entweder sind die wirklich nicht feindlich, ja? Was ich nicht glaube. Oder die sind einfach nur hammerblöd. Oder ich bin mega unauffällig. Das verspreche ich. Ist da jemand? Sie haben hier nichts zu suchen. Immer schön weiter. Wirklich eilig. Nerven. Das ist deine Schuld. Fuck. Was ist das denn? Wie frech. Okay, hier komme ich wahrscheinlich durch. Wir setzen hier mal einen hin an das Nadelöhr. Shit. Cool. Aua. Hör mal auf da hinten. Wait, what? Ich würde mich an ihrer Stelle umdrehen. Nein. Sie sollten lieber auf uns hören. Hauen Sie ab. Sie ja, mach ich. Beim nächsten Mal sind Sie dran. Alles klar. Hä? Ich weiß nicht, ob ich so verwirrt bin oder die. Aber cool. Der eine ist, glaube ich, nur ein bisschen nervös gewesen. Zu dem kommen wir jetzt. Ich hoffe, der ist nicht mehr so nervös. Sonst werde ich auch nervös. Und wenn ich nervös wäre, dann kriege ich so einen lockeren Zeigefinger. Boah, das hat's ja voll gebracht. Hi! Scheiß auf die Jahre.
Revolver, ey. So, jetzt sind wir nämlich hier oben. Frag mich, was meine Kinder gerade so treiben. Die spielen Alien Isolation, Junge. Kommst du auch hier runter oder bleibst du nur da oben? Wissen, was hier los ist. Okay, wie weit läuft ihr denn jetzt? Da kann man rein, aber da ist kein Ausgang. Das heißt, wir müssen. Es ist ewig hier, seit ich zuletzt geschlafen habe. So, jetzt die Treppe hoch. Hier werden wahrscheinlich auch noch welche sein. Kaltstabilisatoren auf 60% und fallen. Ob ich den eine mit dem Schraubenschlüssel von hinten überziehen kann? So dass die dann umfallen und bewusstlos sind. Das wäre doch mal was. So, da finden wir Samuels. Tja. Wie gesagt, den Rest, den sehen wir dann morgen um 16.30 Uhr bei einer neuen Folge von Alien Isolation. Vielen Dank fürs Zuschauen, liebe Schnittchen, und bis dann. Ciao.